Willkommen zu einem weiteren Part hier bei der Nitro Tour bei Crash Team Racing Nitro Fueled. Ja, das Ganze ergibt sich eigentlich daraus, dass ihr mir jetzt öfter schon geschrieben habt, dass es doch Geister gibt bei der Twilight Tour. Entsprechend werde ich jetzt, alle Sachen, die noch für die Twilight Tour zu erledigen sind, erledigen. Ja gut, hier sind auch Sterne daneben. Ich weiß nicht, ob mir das damals einfach nicht aufgefallen ist, damals vor 2 Tagen. Aber ja, eigentlich eindeutig, dass es da was gibt. Gut. Dann schnappe ich mir erstmal einen Tempo-Charakter. Ja, nehmen wir den Tropy. Ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass das ein Tempo-Charakter ist, ursprünglich. Und dann kann ich auch direkt mit meinem digitalen Tropy hier flexen. Zwar nicht online, aber ist ja egal. Und die Karosserie ändere ich auch einfach mal, damit wir ein bisschen Nitro-Boost bekommen. Aber ja, das reicht doch eigentlich schon. Und dann starten wir einfach mal mit der Twilight Tour. Natürlich kann man hier ziemlich lang den Boost durchziehen und das wird wahrscheinlich so eine Sache werden wie Tiny Temple, wo das halt auch wirklich vonnöten ist, damit man die beiden Geister schlägt. Will ich auf jeden Fall machen. Wie lange es auch dauert, ist mir egal. Außerdem haben wir dann entsprechend noch die CTR-Challenge hier zu erledigen und das Reliktrennen. Das würde ich dann auch beides jetzt einfach noch mit unter die Nitro-Tour-Playlist packen, weil es halt jetzt die Strecke der Nitro-Tour ist, die da im Zuge dieses DLCs gerade erst verfügbar wurde. Entsprechend gehört das für mich schon mit da rein. Ja, ich bin nicht besonders gut gefahren. Also, wenn ich jetzt die ganzen Online-Rennen mal bedenke. Aber dennoch war das ganz passabel. Weshalb ich so dachte, ja gut, Tropigeist freischalten ist ja erstmal gefragt. Und wenn ich das jetzt nicht geschafft habe, dann gibt es wohl keinen. Ja doch. Also, ich habe mich nicht informiert, wie schwer die sind oder generell die Zeiten so, wie die sind. Aber ich bin jetzt ein bisschen geübt auch in der Strecke. Das heißt, jetzt sollte das eigentlich klappen. Die Abkürzung habe ich da auch noch nicht verwendet, als ich die Parts aufgenommen habe. Das war ja auch direkt zu Release des DLCs. Jetzt ist halt mal DLC, weil es ist ja eigentlich ein DLC. Es ist Downloadable Content, ja. Und so wie ich da gerade durchbooste, muss man da wahrscheinlich auch durchboosten. Zumindest für den Oxid. Das war schlecht, deswegen fahre ich jetzt mal außen rum. Auch wenn das eigentlich echt schlecht ist für den Boost. Ja, jetzt ist er weg. Zu Recht, aber wir sehen schon meinen massiven Vorsprung hier. Ey. Nicht schlecht. Also zumindest um die Tropy Zeit freizuschalten, um den Geist freizuschalten, sollte das ja mal reichen, wenn man einmal den Boost durchzieht, finde ich. Also so einmal. Ja, eigentlich von hier an habe ich den ja gerade auch durchgezogen. Hier ist halt der Trick, dass man definitiv zweimal einen perfekten Boost braucht an der Stelle. Hier am besten so ein bisschen in die andere Richtung jumpen. Das macht Spaß. Ja, das ist nämlich das Problem, wenn man es verkackt. Deswegen sollte man eher die Abkürzung tatsächlich nehmen, weil man einen besseren Winkel hat, finde ich. Weil sonst die Gefahr echt besteht, dass man beim Driften zu weit nach außen kommt, gegen die Wand knallt und dann das Sprungpad nicht richtig erwischt. Und dann da nicht hochkommt. Und wenn man da nicht hochkommt, dann... Oh Gott, ist das kacke! Kann man das auf jeden Fall vergessen. Ja, super. Oh Mann. Also ich habe die Twilight Tour schon mal deutlich besser hingekriegt, will ich mal an der Stelle sagen. Aber mal schauen, ob wir in der dritten Runde jetzt ein bisschen durchboosten können. Dann könnte das trotzdem noch was werden. Vermute ich. Wie gesagt, es ist halt nur den Tropigeist freischalten. Nicht den Tropigeist besiegen und auch nicht den Oxidgeist besiegen, auf keinen Fall. Damit hätte ich jetzt wahrscheinlich schon verkackt. Mal schön weit innen fährt, geht halt auch ganz gut. Und die Abkürzung ist halt durchaus ganz praktisch. Um den Winkel zu finden einfach. Ach komm! Ja, super, das war's eigentlich. Ja, das kann man komplett knicken. Was war das denn? Im Drift darunter springen ist natürlich noch ein bisschen besser. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Strecke ist einfach. Um durchzudriften ist sie tatsächlich gar nicht mal so einfach, also um durchzuboosten. Auch wenn ich jetzt schon so oft gespielt habe, auch gestern allein schon. Gestern habe ich meinen ersten Crash Team Racing Stream gemacht. Heute ist entsprechend Donnerstag, der fragt mich nicht. 11. oder 12. ist, glaube ich. Ja, da kam die Strecke halt einfach 7 oder 8 Mal in 2 oder 3 Stunden, also das
war schon frequentiert. Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. Ja, so viel dazu. Ja, der ist irgendwie ein bisschen hochgesprungen. Das war nicht so gut. Ein bisschen flacher wäre besser gewesen. Also hundertprozentig habe ich es da hinten auch noch nicht raus, wie ich da am besten fahren soll. Mit Abkürzung, ja, aber wie dann? Ich bin Nein! Nein! Ich bin gesprungen, du Sack! Es geht mir echt auf selbigen. Ich will nicht die Kackleiste da unten. So. Ja, war okay. Ich würde jetzt gerne einfach direkt eine Zeit aufstellen und wenn die unter Oxid oder unter Tropie ist, dann will ich den Geist einfach geschlagen haben. Weil ich will das nicht nochmal machen müssen, so, aber natürlich muss ich das. Weil wäre ja sonst langweilig. Einmal ist Glück, zweimal ist Können und so. An der Stelle hier habe ich es auch ganz gut raus, den Boost zu halten, finde ich. Also auch noch in der Kurve hier, kriege ich eigentlich auch ganz gut hin. Aber ab hier dann, wird echt schwierig. Diese Kurve. Was ist los? Hast du Diamanten gefunden? Meine Freundin sucht gerade Diamanten in Minecraft. Ja, ja. Doch. Was ist Kunst? Zeitgeist hier schlagen ist eine Kunst. So, bis jetzt sieht es auf jeden Fall nach einer sehr guten Runde aus. Hier nach einem sehr guten Versuch, nach einem sehr guten Try. Ich habe immer noch den Boost. Ich bin begeistert. Ja gut, so viel dazu. Aber da vorne bekommen wir direkt den neuen. Deswegen alles easy. Gefällt mir. Ja, das war jetzt dumm. Jetzt wollte ich gerade mal auf die Map gucken. Habe aber dann vergessen, deswegen die Abkürzung zu nehmen. Hat aber alles gut funktioniert. Ach ja, und das ist halt auch so fies. Das ist, finde ich, die mieseste Sache hieran. Diesen Drift richtig hinzubekommen. Man muss den genau richtig ansetzen. Gut, das ist bei der ersten Passage eigentlich auch so. Man muss den Drift halt einfach perfekt ansetzen, sonst wird das nichts, aber... Ja, mein Gott, wenn ich jetzt nichts großartig verkacke. Allein, dass ich die erste Runde komplett durchgezogen habe, bis zum Ende, und dann halt den Anfang der zweiten Runde, bis zum Boost-Feld, das sollte mir eigentlich schon den Geist jetzt bescheren. Also, dass ich gegen den racen kann. Vielleicht habe ich den sogar schon geschlagen jetzt. Also, mit der Zeit zumindest. Ich muss natürlich selber nochmal schlagen, ist klar, aber... Vielleicht liegt meine Zeit schon unter der Trophy-Zeit. Ich kann nur mutmaßen. Keine Ahnung, wie schwer die sind. Ich könnte mir auch vorstellen, eben weil es jetzt DLC-Geister sind, dass die besonders schwer zu schlagen sind. Einfach weil neue Herausforderungen und so. Ah, da bin ich wieder... Da hätte ich ein bisschen weiter links wahrscheinlich landen müssen und dann ist es halt wieder ein bisschen knapper, daran vorbei zu driften. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier los ist. Entropy ist auf jeden Fall jetzt verfügbar. Ich meine, ich bin auch 20 Sekunden schneller. Hätte ich jetzt schon erwartet. Ach, ich habe sogar hier die erste Zeit-Challenge heute gemacht. Deswegen haben wir da was zu sehen bekommen dafür. Sehr schön. Das gefällt mir. Und dann schauen wir mal. 2,40 war das jetzt, glaube ich, ne? Was denn Entropy so sagt. Oh, okay. Okay. Ja, die sind schon nicht ohne, ne? Die sind schon nicht ohne. Ja, ich nehme beide. Jetzt ist natürlich, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich den Trophy genommen habe. Dadurch kann ich jetzt nicht unbedingt erkennen, wer es wäre. Also gilt prinzipiell einfach beide schlagen und dann ist man auf der sicheren Seite. Aber es sind 4 Sekunden Unterschiede, also am Ende wird man sehen. Ich war 4 Sekunden unter Trophy, aber das ist krass. Hätte das vielleicht mit einer 2,50 oder 2,55 oder so gerechnet? Okay, ja gut, 2,50 schon eher, aber das ist jetzt echt so eine 2,44, ist es gar nicht mal so... Einfach. Wie gesagt, ich bin ja mit dem ersten Boost bin ich komplett fast durchgezogen bis zum nächsten Boost. Also in der nächsten Runde. Okay, das war einfach nur dumm, was ich jetzt hier gemacht habe. Aber ist egal. Aber klar, in der zweiten und dritten Runde habe ich den Boost komplett verkackt. Muss man auch ehrlicherweise anerkennen. Da war mehr drin. Ja, der Oxid könnte dann eine lustige Geschichte werden. Okay, jetzt bin ich hinter beiden, warum auch immer. Aber macht nichts. Bin ich mal gespannt, wie der Tropy hier den Geist durchzieht. Den Boost durchzieht.
Genauso wie ich. Also, krass. Also gut. Ich fand's so krass, dass wir uns genau gleich bewegt haben. Da fährt er aber unten rum, ne? Ich bin auch gerade oben rumgefahren, glaube ich. Ja, und ich kann auf jeden Fall die Runde knicken. Ich fahre mal weiter. Weil, wie gesagt, Runde 2 und 3 habe ich ja ziemlich verkackt. Und jetzt sieht man auch schon, welcher Tropy welcher ist. Der mit dem blauen Kreis bin ich. Ja, nee, aber... Der mir jetzt näher ist, das ist der Tropy, den ich schlagen muss. Das andere bin ich. Bisher würde ich aber schon sagen, einer der schwersten Side-Challenges. Naja. Wenn es jetzt halt schon extra Content ist, dann kann man den noch extra knackig machen. Das sehe ich schon ein. Verstehe ich schon. Schon. Mein Gott. Ja, ich mache mich wieder über meine eigenen Sprachfehler lustig. Bevor du es machst, da hinten. So, da ist er doch, der Sack. Schade, dass das nicht die letzte Runde ist, weil sonst hätten wir ihn jetzt definitiv geschlagen. Aber wir haben jetzt so viel Overhead. Das funktioniert. Overhead im Sinne von viel zu viel Speed eigentlich. Für einen kleinen Mann wie mich. Uiuiuiui, jawolligen, jawolligen. Jetzt haben wir wirklich mal eine ganze Runde durchgezogen. Spätestens jetzt hätten wir die PSN-Trophäe dafür. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu weit rausgekommen mit dem Drift. Aber macht ja nichts, macht ja nichts. Alles easy. Ja, man kommt auf jeden Fall gut rein und es macht einfach Spaß, dann durchzudriften, wenn man es kann. Ich weiß gar nicht, wann ich mir dieses Spaß angeeignet habe. Früher habe ich sowas gehasst. Alle meine Streckenrekorde geschlagen. Jetzt kannst du mich in der Charakterauswahl als Rennfahrer wählen. Das kommt besonders gut, wenn man gerade schon mit Tropy gefahren ist und er das dann nochmal sagt. Scheiße, ich habe vorhin mein Save-File nicht gespeichert. Das war vielleicht ein bisschen naiv, oder? Ah, scheiße. Verdammt. Ich habe vorhin schon ganz viele Online-Rennen gemacht. Das war echt dumm. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja jetzt... Ah, scheiße. Verdammt. Okay, wir hätten auch den Oxid geschlagen. Ja, komm. Dann machen wir das jetzt auf jeden Fall schnell und dann gucke ich, ob mein Save-File corrupt ist. Ich hoffe nicht. Coole Sache. Ja, also man sieht auf jeden Fall, Oxid schlagen ist absolut möglich. Ich habe es jetzt auch geschafft. Und das, obwohl ich den Boost in der ersten Runde verkackt habe. Perfektion ist hier bei weitem nicht gefragt, aber schon ein ganz gutes Maß an Qualität. Whatever. Mal schauen, ob ich das jetzt direkt wieder hinkriege. Ich würde ja fast wetten, nein. Jetzt kann man wenigstens auseinanderhalten, wer ist. Diesmal auch mit einem etwas besseren Turbo-Start. Ah, das war gar nicht mal so gut. Verdammt. Er fährt aber auch außenrum der Oxid. Springt da nicht drüber. Jetzt auch mal interessant zu sehen. Was da so Best Practice ist. Man. Wieso bin ich so weit weg? Das geht nicht. Oxid ist vor mir, die Sau. Not what I came for. Der fährt aber auch unten lang. Na, ist auch, glaube ich. Das war's. Ist auch, glaube ich, gleich schnell. Also, das war's theoretisch noch nicht, aber es. Ja, nee. Lass mal. Also, irgendwo gegenknallen muss ich, glaube ich, nicht. Einmal einen Boost verkacken, vielleicht, okay, aber nicht irgendwo gegenknallen. Ich drifte. Mann, mach doch meine Befehle hier. Ich bin doch gedriftet. Er wollte nicht. Die rechte Seite ist aber echt sinnvoller, oder? Oder kommt es wirklich aufs selbe raus? Ich finde, rechts ist ein bisschen schneller.
knapp. Das wäre gut gewesen. Das wäre sehr gut gewesen. Aber ist nicht weiter dramatisch. Jawohl, jawohl. Ja. Da hänge ich jetzt meinen Geist erstmal ein bisschen ab. Weil ich da ja gefailt hatte. Und jetzt hängt der Oxid mich leider ab. Weil ich hier meinen Boost verloren habe. Aber einkriegen können wir den auf jeden Fall noch. Mal schauen, was er verkackt. Irgendeinen Boost würde er nicht durchziehen können. Aber in der ersten Runde ist er ziemlich gut unterwegs, der Junge. Kann man nichts sagen. Ja, ist so doof, dass man ihn schon zeitlich geschlagen hat, aber eben noch nicht als Geist und deswegen das jetzt immer machen muss. Schafft so künstlich Druck. Aber da ist er doch schon wieder. Die gasmoxianische Schnecke. Du Sackgesicht. Ich hab dich. Und geb den Platz auch nie wieder her. Behaupte ich zumindest von mir selber. Jawohl. Wunderbar. Nein. Dieser Hurenbock. Der wird mir jetzt nicht mein Zeitrennen kaputt machen, oder? Ah, bitte. Wird eine knappe Geschichte, glaube ich. Ich meine, gut, das ist eigentlich nur das Stück, wo ich gut sein musste. Jetzt habe ich eh gleich wieder einen neuen Boost. Oder eben auch nicht. Fuck, das wird nix. Nein! Ist das dumm? Ist das dumm? Das finde ich nicht okay. Ach komm, weil ich jetzt zu gut war und da dieser Spacko rumfliegt. Wieso sind solche Hindernisse an den Zeitrennen? Finde ich scheiße. Ehrlich, da kann ich halt nichts für. Ich meine, ja, auch die fleischfressenden Pflanzen sind auch an. Auf Papus Pyramide und alles, aber... Oh Mann, ich bin halt im Vollboost und will da dann halt... Und nicht ausweichen, also nicht meinen Boost deswegen abbrechen. Das ist echt doof. Na, vielleicht kriege ich jetzt noch eine bessere Runde hin. Drei bessere Runden. Finde ich aber echt ziemlich scheiße, wirklich. Dass der mich jetzt an meinem Sieg gehindert hat. Klar, im Endeffekt war ich es vor allem auch wieder selber, weil ich das Ende nicht hinbekommen habe. Aber ich hätte gar nicht erst am Ende glänzen müssen, wenn das alles ordentlich funktioniert hätte. Nee. Komm, jetzt fick ich den Oxid noch richtig, noch härter auseinander. Ah, sowas von. In der ersten Runde gerade auf jeden Fall schon mal. Da war ich ja gerade echt kacke. Wenn ich das jetzt einfach die ganzen Runden durchhalten kann, wäre schon ziemlich geil. Ja, gut, da ist es schon mal wieder dahin. War ich ein bisschen zu spät. Jetzt sind wir aber gleich auf hier. Ich und Oxid. Ich und mein Holz. Du bist echt lahm, Oxid, wirklich, du bist echt lahm. Trottlige, spießige Langweiler. Und Babys. Okay, das. Danke, Tropy. Okay, nee, er hat's nicht verkackt. Ich dachte, weil er so hochgesprungen ist, hat er das jetzt verkackt für mich. Aber nein, alles gut. Aber jetzt hat er dann verloren, oder? Ja, jetzt hat er dann verloren. Oh Mann. Also ich glaube, gerade war ich dann doch besser insgesamt. Weil ich den hier einfach länger durch. Ja, wobei. Nee, jetzt müsste ich trotzdem besser gewesen sein. Auch wenn ich gerade halt noch einen krassen Vorsprung hatte. Warum auch immer, ach, das ist alles doof. Ah, ärgerlich. Immerhin bin ich jetzt nicht reingefallen. So, der Spacko ist hier weg. Finde ich gut. Und notwendig. Notwendige Bedingung. Wo kommt der denn her hier? Ich glaub's ja nicht. Das war ich jetzt, ne? Glaube ich. Das müsste ich gewesen sein. So, klare Verhältnisse hier. Mr. Oxide. So. Jetzt gebe ich die Zeit vor. Allerdings. Viel Spaß damit, du Wichser.
Meine Güte. Ja, wunderbar. Dann haben wir das sehr schön gediegen in einem Part geschafft. Mehr kann ich eigentlich nicht verlangen, außer dass mein Save-File jetzt nicht corrupt ist, bitte. Das wäre doof. Wir schauen noch mal kurz rein, um die beiden Sterne zu sehen. Ach, da sind sie. Retro-Stadion, habe ich keinen Bock drauf. Und ich bete. Lass alles in Ordnung sein. Und der FC Mario und der Steinwils zocken immer noch. Die haben schon gespielt, als ich angefangen habe, heute Online-Races zu fahren. Das war, glaube ich, so um 11. Es ist jetzt Viertel vor, habt ihr gerade vielleicht auch schon gesehen, Viertel vor 2. Schnallt euch an. Bitte. Ich habe das Retro-Stadion nicht wirklich angefasst. Sag mir, dass alles intakt ist. Sieht gut aus. Oh. Glück gehabt. Okay, na, ich kann mir sogar jetzt den Chefkoch Engine leisten. Oder ich warte jetzt halt endlich mal, dass ich mir den Daddy Nader leiste. Ich glaube, ich warte lieber. Und ihr wartet auf den nächsten Part vielleicht, wenn ihr Bock habt. Dann sehen wir uns dann wieder. Dann gibt's das CTR-Herausforderungsgedöns und natürlich das Reliktrennen bei der Twilight Tour. Bis dahin. Tschüss.